Es ist der Subtext, der meiner Meinung nach vielen Computerspielen fehlt. Die Figuren bleiben blass, weil gerade das, was nicht explizit gesagt wird, den Gamer erst dazu bringt, sich die Figur als jemanden mit eigenen Bedürfnissen und Wünschen vorzustellen. Erst dann entstehen im Kopf Vorstellungen, die nicht im Dialog ausgesprochen oder kommentiert werden. Und Computerspiele haben außerdem das Riesenproblem, dass Elemente der Story oft dazu eingesetzt werden, den Gamer zu motivieren, sich Ziele zu setzen. Das ist dann fast schon wie ein Mission Briefing, wie eine Einweisung, wie man bestimmte Teile der Story zu verstehen hat. Dafür verwendet man ja normalerweise keinen Subtext. Wenn die Aufgabe lautet, geh und töte den Drachen, dann schreibt man das auch explizit. Will man das aber in eine Szene einfließen und die Figuren authentisch erscheinen lassen, damit der Gamer aus dem Verhalten der Figuren sozusagen deren Motive als Subtext herauslesen kann, dann schreibt man nicht in die Anweisung, geh und töte den Drachen, sondern man macht das mit einer Szene, wo zwei beim Essen sitzen und sie ihn um das Salz bittet. Wobei unausgesprochen im Raum steht, wäre es nicht an der Zeit, dass du dich jetzt aufmachst, den Drachen zu töten? Du kreierst dann diese Szene rund um diesen angedeuteten Konflikt herum, während die Charaktere über etwas ganz anderes reden. Damit kann ein Schauspieler etwas anfangen. Wenn du ihm aber nur den Text gibst, geh und töte den Drachen, dann fällt es einem Schauspieler total schwer, das glaubhaft darzustellen. Deshalb haben wir dieses Problem mit Computerspielen. Du versuchst, die Story mit Handlung zu füllen, aber dann kommt ja auch immer der Aspekt der User Experience dazu. Das heißt, du musst ja darauf achten, dass der Gamer weiß, wo es lang geht, was seine nächste Aufgabe ist. Deshalb wird enorm viel Text geschrieben und die Figuren bleiben blass und oberflächlich. Der Subtext, das Ungesagte zwischen den Zeilen bei Computerspielen, ist enorm wichtig, wenn es darum geht, interessante Charaktere zu erschaffen. Her Story ist ein Game, das mit dem Subtext arbeitet, ihn zur Grundstruktur des Spiels macht. Das fand ich sehr spannend.